Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Walking Zombie. Wir gehen zum Friedhof, scheinbar, direkt zur Hort. Wie sieht denn unser Inventar aus? Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, wir haben sehr viel Platz. Oh, wir haben sogar eine MK2-Granate bekommen. Da bin ich aber erfreut drüber. Zombie-Horden, da ist ein Hundile. Gott, wie ich diese Quarterbacks hasse. Krieg ich nochmal Panik, ey. Wenn die auf mich zustürmen. So, 3 von 14 haben wir gekillt. Okay. Die restlichen werden per Sprengfass umgenietet. Weil ich davon ausgehe, dass wir hier noch ein bisschen mehr machen müssen, nehmen wir uns das Sprengfass mal vor. Gucken wir, ob hier ein Safe ist. Alter, wie viele Sprengfässer hier sind. Da ist ein Safe. Nehmen wir das Sprengfass. Wir haben noch 10 Dietriche. Die brechen aber gerade sehr schnell ab, muss man sagen. Die haben eigentlich nur eine 50% Chance abzubrechen. Auf jeden Fall viele Verbände kriege ich, das ist Wahnsinn. Mist. Stimmt, da war eine Kettenreaktion. Einsammeln 4-mal Kräuter. Ich hätte ganz gern echt einen Sniper. Vor allem die Geräusche von denen sind so dermaßen der Horror, finde ich. Einfach nur widerlich. So, da haben wir noch einen Grün, der gefährlich ist. Kein Läufer. Kein Quarterback. Bin immer dafür, neue Zombies zu killen, warum nicht? Ist eine gute Möglichkeit, Stuff zu farmen. Wir haben einen Hund gehört, oder? Ja, doch nicht. Ich dachte, ich hörte einen Hund. Und ihr beide hängt am Grabstein fest. 3 Leben kriege ich alle jetzt. Das ist natürlich echt viel. Also wenig, wir brauchen ja echt wenig Heilung. Ich würde ganz gerne meinen Kofferraum irgendwie vergrößern. Und vielleicht müsste ich mal ein bisschen was verkaufen. Aber verkaufen will ich Nahrung auch sehr, sehr ungern, falls ich es doch mal brauchen könnte. Aber man weiß ja nie. Alter. Du schon wieder. Stöcker, die da. Oder hier irgendwas. Die sich drehenden Holzstöcker, die sind sehr schwer zu übersehen. Das dreht sich gar nicht. Das ist so widerlich. Da ist noch einer. Und der letzte. Müsste sich hier irgendwo verkriechen. Boah, ist das wieder durch dieser Pampe rumzulaufen. Fehlt einmal Holz. Come on. Gib mir das Holz. Wo ist es? Während ich nachlade, kann ich hier nicht hochkrabbeln. Hochklettern. Da. Hat sich versteckt, das Luder.
So, wo haben wir hier den... den ekelhaftesten Gegner gekillt? Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass ich hier... ach, hier habe ich das Sprengfass sogar noch. Ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass ich hier das Sprengfass brauchen würde. So, komm mal alle mit, bitte. Ich brauche euch. Euch und euren Stuff möchte ich haben. Ah, es scheint ein Hügel zu sein, da kommt er aber nicht rüber. Euch und euren Stuff. Cool. Schön, schön. Auf jeden Fall sehr viel Munition kriegen wir hier. Sehr viel, na, Geld kriegen wir hier leider nicht von den Gegnern. Jetzt brauche ich aber das Geld noch tatsächlich gar nicht. Weil ich gar nichts kaufen möchte. Aber das kommt noch. Ich bin mit der Bram, muss ich sagen, aber sehr, sehr zufrieden. Wobei ich ganz gerne diese richtig geile Minigun hätte. Aber ich bin unsicher, ob man die nicht für echt Geld kaufen müsste. Nichts? Null? Schiss. B, Schiss. Ich bin mal gespannt, wann wir nach Northtown können. Wenn ich hier mit allen Missionen fertig bin. Wie viele Missionen es denn hier zusätzlich noch gibt. Weil Northtown ist ja dann entsprechend die neue Waffe. Oder die neues Equipment. Chillen wir also noch ein bisschen. So, Chica. Also, Erfolg erst bald. Also gehen wir hin. Das ist eine Überraschung. D-Day. Gute Arbeit. Du hast deine Belohnung verdient. Hier sucht ihr was aus. 150 Lasermunition, 4 Granaten und 500 Gold. Nehmen wir das Gold mit. Ich kann meine Lasermunition nicht anfangen, wenn ich eh keine Laserwaffe habe, weißt du? Dann kann ich mir das schenken. Und mit dem Gold können wir uns natürlich auch neue Munition kaufen, denke ich mal. Wird das möglich sein? Achso, Schrott verkaufen, klar. Das ist ein guter Hinweis immer. Neues Equipment kriegt ihr erst in zwei, oder neues Zeug bekommt ihr erst in 2 Stunden. Die Ameise Joy. Zu der werden wir noch kurz hinschlieren. Sechs Karma dazu. Oh, der Ehrenhafte. Wir brauchen Nahrung für den kommenden Winter. Verdammt, wir brauchen 2 Wasserflaschen. Das ist eher ein Waffenhändler, oder? Müsste er zu dem da hinten gehen. In der Hoffnung, er hat Wasserflaschen für mich, wobei ich die aber alle verkaufe. Das ist ja ätzend. Das ist ja sehr ätzend. Eine bräuchten wir dann also noch. Macht nichts. Haben wir was im... oh, 65 schon, meine Fresse. Das geht aber fix. Haben wir doch was im Kofferraum? Naja, das hat er wahrscheinlich mitgenommen, ne? Mitgezählt schon. Die Granate, der Erste-Hilfe-Koffer, die Brute-Force-Tabletten und Red X. Gut, eine Wasserflasche brauche ich dann entsprechend noch. Wir haben sogar schon 400 Energiemunition. Oh, ach so, eine Leerpistole habe ich, aber die macht weniger Schaden als meine. Deswegen nutze ich sie ungerne. So, wir haben wieder, ja, wir haben einen Vorteil bekommen. Wir haben gesagt, nichts mehr zu skillen. Du hast zwar, ja, okay, danke sehr. Vielen, vielen Dank, dass mir das andere so gesagt hat. Ah, ich finde, das ist vielleicht nicht verkehrt, damit mir die ganzen Dietrich hier nicht abbrechen. Wobei, das hat eigentlich nur was mit Skill zu tun. Das ist ein sinnloser Skill, den möchte ich nicht benutzen. Die Chance auf einen kritischen Treffer und die Effizienz von kritischen Treffern werden um 5% erhöht, aber dein Gesamtschaden wird um 5% verringert. Das finde ich einfach so gut. Das ist halt die Chance um 5% und die Effizienz. Das heißt, der Schaden um 5%. Das finde ich super nice. Nehmen wir mit. Ach, das ist ja... ah, gut, wenn, dann müsste ich eh Schlossknacker machen. Gut, dass ich nicht geskillt habe. Ja, das ist auch... nee, das ist... ich muss 10 Gegner kennen. Das ist total doof. Sechs Münzen, ne? 3, wieder 6, 6, 6, 6. Sonst wüsste ich tatsächlich aber nicht, was ich skillen sollte. Karma wird verdoppelt, wäre vielleicht noch ganz gut. Das Karma spielt ja scheinbar jetzt mehr eine Rolle in dem dritten Update. Aber tatsächlich möchte ich sonst nichts haben. Das meiste ist einfach schon zu spät, das jetzt zu skillen. Nehmen wir den Scharfschütze mit. Das ist eine super Sache.
Kritische Treffer, da haben wir schon wahnsinnig viele Punkte investiert. Und wenn wir jetzt mal auf unsere Stats gehen. Kritische Treffer 38,6%. Ne? Wir waren vorhin bei 33 gewesen. Und da wir jetzt die 5%, wir bekommen 5% mehr kritischen Treffer. Dafür hat natürlich 5% weniger Schaden. Ne? Also wir haben statt 110, die wir jetzt hatten, auch durch das Glücksrad, nur noch 95. Ist aber voll in Ordnung. Bin ich zufrieden mit. So, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Na doch, wir haben halt noch den D-Day, ne? Oh, wir haben hier noch was. Neustadt Northtown, ja. Da kriegen wir, da brauche ich, Benzin brauche ich derzeit nicht. Das kann ich tatsächlich einfach mal ignorieren. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Gut, dann auf zur Kirche. Wir haben, ey, wir haben so viele Liter, das ist Wahnsinn, weil ich komme damit so lange aus. Irre. Muss das unbedingt in der Nacht sein? Da habe ich irgendwie weniger Bock drauf. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Wie viele Liter habe ich noch dabei? Ah, 6. Lege die Decke. Ach, schön, denn du Sprengfass, das ist gut. Wenn du Feuerholz? Ja, ich werde einfach die Gegner ignorieren. Und jetzt kommt mal wieder. Der war etwas zäher gewesen, ha? Huh? Wir werden sie dann hoffentlich per Masse killen, denke ich. Ich bereite den Kamin vor. Zünde die Kerzen an. Und wenn ich das jetzt tue, dann war es das schon mal. Ja. Na ja, dann ist es halt so. Du siehst wunderschön aus. Du siehst auch sehr gut aus. Und du hast das alles hier sehr schön zurechtgemacht. Danke. Ich habe mein Bestes gegeben. Soll ich dir einen Witz erzählen? Na klar. Stehen zwei Zombies auf einem Friedhof. Einer von ihnen sagt... Scheiße! Lauf! Was? Verteidige dich. Okay, die haut ab, das ist gut. Haust du ab? Ich weiß nicht, ob sie getötet werden kann. Ich hoffe nicht. Ne, greifen an, verteidige nicht. Oh. Na komm mit. Läuft mir wirklich hinterher, ja. Okay, sehr gut. Ich will das Sprengfass nutzen. Muss ich auch noch verteidigen? Na gut. Komm her. Komm zu mir, Baby. Voll in die Matschepamperin, ey. D-Day. Und wie viel Zeug wir kriegen, das ist irre. Irre ist das. Na toll, jetzt habe ich nicht gewusst, wie der Witz ausgeht. Da steht was da oben. Ah, hab das Klinkern Zombies erhält. Ah ja. Hab das Klinkern hören? Einen brauche ich noch und das kriegen wir wieder 6 Münzen. Klick! Ich habe irgendwas mit Erste Hilfe gerade bekommen. Witzig. Cool. Wo soll ich hin? Achso. D-Day hat sich erledigt. Das Dating, der Dating Day. Cool, 6 Münzen aber wieder, das ist nicht verkehrt. Kann man mal ausreizen. Danke, dass du mich gerettet hast. Das war ein verrücktes Date. Können wir das einfach wiederholen? Ja, klar. So, das war's mit... Ah, noch nicht ganz. Wir brauchen noch die Wasserflasche für die Ameise. Ansonsten war's das aber tatsächlich gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt nach Northtown, Leute. Nach Northtown. Nach Nordstadt. Nach Springfield Open World. Springfield hat mal halt das Häuschen. Egal. Wir gehen zu Northtown. Horde Zombies. Begegnung vermeiden. 0%. Das ist doch eine Kacke. Ah, das ging leider nicht. Das war gescriptet. Solange es keine... Okay, das war Nummer 1. Klack. Klack. Muss das in... Konsequent sein?
Achso, ja, falsche Reihenfolge. Fünf Super, die ist richtig nice. Wo kommt das denn her? Gold. Alter, wo kommt das denn alles her? Meine Fresse. War gerade richtig viel. Das waren super Dittriche und ein Goldschrott. Mega gut. Und so ein Erste-Hilfe-Handbuch, das ich irgendwie vorhin bekommen habe. Bei ihr. Oh, das hat mir gefallen. Können wir öfter machen. Gerne öfter solche gescripteten Dinge, wo ich wahnsinnig viel Zeug bekomme. Grrr, Facebook. Gut, wir sind im Northtown. Winterwald, Tunnel, Atomkraftwerk, Bunker gibt es hier als Stationen. Und wir brauchen hier auf jeden Fall ein neues Gefährt, weil die Entfernungen wahrscheinlich wieder deutlich höher sein werden als in den Vorgebieten. Uff, habe ich Kleidung an? Also Winterkleidung? Naja, geht besser. Was will ich haben? Unser A-Transporter, oder wie heißen die? Das A-Team, der A-Transporter. Jäger, Verteidigung des Kraftwerks, lass mal. Eine Nonne? Auf jeden Fall mit Immobilienmarker. Welcome, would you be interested? Ah, ist nicht mal deutsch übersetzt, okay. Ein beeindruckendes Motel. Original Equipment. Drei Tische gibt's dort. Leider habe ich. Ich hätte genügend, aber ich gerade nicht. Okay, wir haben noch keine deutsche Übersetzung scheinbar. Aber es macht nichts. Hier haben wir ein kleines Lasergewehr, aber die sind einfach schlecht. Warum sollte ich mir sowas kaufen? Also hier ist nichts, was mich reizen würde. Einen kleinen Schrottgewehr verkaufen. Da haben wir eine Wasserflasche. Irgendwo brauche ich noch. Oh, was haben wir denn hier? SMG 3000, die hat mit 9mm Munition, genau. Nee, leider nicht. Tut mir leid. Du bist, nicht das, wonach ich suche. Vielleicht ist es der Händler, der, wonach ich suche. Nein, keine Story. Ich habe meinen einen Freund mitgebracht. Der könnte der Schlüssel dazu sein, das Heilmittel zu finden. Wirklich? Was macht ihn so besonders? Ich erzähle dir mal meine Geschichte. Ich wurde vor 20 Jahren geboren. Meine Mutter wurde während meiner Geburt zu einem Zombie, aber ich habe überlebt. Einmal hat mich mein Freund in einem Haus zurückgelassen und dann ist es vor Zombies so wimmelte. Einer hat mich gebissen und ich verlor das Bewusstsein. Als ich einige Tage später aufwachte, war ich gesund und meine Wunden waren verheilt. Während meiner Reisen habe ich viele Menschen kennengelernt und sie haben mich zu einer Gruppe von Wissenschaftlern geführt. Ich habe sie aus einer Forschungsstation in der Stadt der Sonne gerettet und sie haben mich zu dir gebracht. Das ist meine Mutter. Das ist deine Mutter? Das ist verrückt. Ich hatte keine Ahnung, dass sie schwanger war. Das bedeutet, dass du mein Sohn bist. Dam, dam, dam. Deine Geschichte ist beeindruckend. Wir müssen mehr über deine Gabe herausfinden. Außerdem haben wir andere Probleme, für die mein ehemaliger Kollege Smith verantwortlich ist. Es wäre echt toll, wenn du uns helfen würdest. Ich helfe gerne und das gibt uns die Chance, uns besser kennenzulernen. Oh, Papa! Sohnemann! Okay. Handbuch Energowaffen für Anfänger. Das ist natürlich auch geil. Haben wir eine Wasserflasche hier? Leider nein. Oh, was haben wir da? Erdnussbutter? 40 Leben heilt das Ding. Konzentrationsbooster, das ist noch alt. Energo, ja, die Waffen sind natürlich, die Dinger sind voll gepasst. Da gibt es auch noch 80 heilt mich das insgesamt. Holy. Ja, Leerpistole, ugh. Die Energiewaffen eher weniger, würde ich mal sagen, tatsächlich, dass mich das weniger anturnt. Derzeit zumindest brauche ich die nicht. So, was haben wir hier noch? Ein Hinterausgang. Mary ist noch da. Adam und Thomas. Aber bevor wir gehen, werden wir erstmal Immobilienmakler uns das Ding kaufen. Toller Kauf, du wirst es nicht bereuen. So, wir haben auf jeden Fall drei. Uff. Das ist natürlich sehr nice. Drei, ihr wisst schon. Verbandszeug können wir hier noch machen. 2500 können wir mehr machen, das ist jetzt aber nicht relevant. Was haben wir hier? Munition, nehmen wir die 7,62 mit. Und was haben wir hier hinten? Das ist noch was Neues.
Red Eggs. Ah ja, okay. Ne, lass mal Red Eggs, das ist am wertvollsten. Es dauert 4 Stunden. Oh ja mal. Warum müssen eigentlich überall Kackehaufen in dem Spiel sein? Das verstehe ich nicht. Medizinfahrzeug, Munition, sagen wir mal Munition. Wobei, jetzt eigentlich brauchen wir das auch noch nicht. Ne, wir werden es mal sparen. Tatsächlich bin ich derzeit nicht knapp bei Munition. Eine Alien Rivel. 42 plus 11. 800 Schuss Muni dazu. Laserscharfschützengewehr 66 plus 17. Das Lasergewehr finde ich halt ganz interessant. 52 Kraft. Wir haben noch 1050 Schuss plus 2000 Schuss dafür. Und wenn ich wirklich die Munition mal wechseln, oder bin ich... Ja, ich habe auch so viel andere Munition noch, die man verkaufen könnte oder switchen könnte. Aber das ist gut, die produzieren... Wobei, na okay, wir machen es mal. Ist okay. Ein Platz dazu. Ist in Ordnung. Wir kaufen uns das, weil wir öfter in Northtown sein werden. Ist dann halt so. Wir kriegen sicherlich sehr, sehr viel Munition, sehr schnell, sehr viel Geld zusammen. Gut, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle mal ganz kurz eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Walking Zombie 2 und bis dahin. Ciao!